Herr Gerl, jetzt heute mal ein etwas anderes Format, nicht das übliche OB-Video, sondern heute haben wir mal ein paar Fragen von Bewohnern Jenas, die Sie hoffentlich beantworten können. Das Thema gerade in der Stadt, ich glaube, das bewegt jeden, der sich in irgendeiner Art von Verkehrsmittel fortbewegt, sind die vielen, vielen Baustellen, die es gerade in der Stadt gibt. Die Frage ist, warum so viele und warum vor allem alle gleichzeitig? Also viele Baustellen sind es in Jena vor allem deshalb, weil wir auch so viele Projekte haben. Es ist kaum eine Baustelle von KSJ selber, sondern es ist Telekom oder andere Glasfaseranbieter, Zweckverband, Stadtwerke mit Energieversorgung, natürlich der Nahverkehr mit dem Straßenbahnbau. Wir haben einfach gerade wirklich viele große Infrastrukturprojekte, Hochbau, Inselplatz, Zeiss Campus. Wir haben viele Projekte, die parallel realisiert werden müssen. Und natürlich muss man da die Zeit im Jahr nutzen mit noch der geringsten Verkehrsbelastung, um dann die wirklich einschränkenden Baustellen und gerade die Totalsperrung am Roten Turm, das legt ja die halbe Innenstadt lahm. Es muss irgendwann gemacht werden und deshalb natürlich in den Sommerferien. Und das muss auch parallel stattfinden. Also gibt es da keine Lösung, das irgendwie zu entzerren? Also es ist ja so, dass wir ein ganzes Jahr über Bauarbeiten haben. Wir haben ja immer permanent irgendwo Bauarbeiten. Es ist immer so, dass das System wirklich am Limit funktioniert. Und die Maßnahmen, die dann nochmal einschränkender sind, die müssen dann in der schwächsten Zeit des Jahres stattfinden. Und es gibt statistisch wirklich keine Zeit im Jahr, wo auch nur ansatzweise so wenig Verkehr ist, wie zur Mitte der Sommerferien. Und deswegen ballt sich jetzt gerade eben noch mehr. Sie haben ja gerade eben schon angesprochen, die Sperrung am Roten Turm, also Lüptergraben. Jetzt sieht man ja mal, wie es wäre, wenn der Lüptergraben Fußgängerzone wäre, wenn er also nicht mehr für den Verkehr gedacht ist. Da kommt man ja automatisch zur Osttangente. Wie ist denn da der Stand? Schön, dass Sie das ansprechen. Das ist wirklich so, dass man jetzt einmal beobachten kann, wie es denn wäre, wenn der Lüptergraben eben verkehrsfrei ist. Das ist ja ein großes Ziel von uns. Es wird von allen Parteien im Stadtrat getragen. Das wird von uns aus der Stadtentwicklung her auch wirklich favorisiert, dass wir den Lüptergraben verkehrsfrei bekommen wollen. Zum einen, um die Innenstadt wirklich in Richtung Osten zu erweitern, den Inselplatz Campus an das UAG anzuschließen. Und dann brauchen wir den Lüptergraben perspektivisch auch wirklich als Umsteigemöglichkeiten für den Nahverkehr. Und was man jetzt aber beobachten kann, ich hatte es vorhin gesagt, verkehrsschwächste Zeit, der Rote Turm ist gesperrt und der Verkehr kommt zum Erliegen. Also wir sehen jetzt wirklich eindrücklich, wie notwendig es ist, dass wir die Osttangente ausbauen, bevor wir den Lüptergraben verkehrsberuhigen können. Wir können es jetzt schlicht nicht machen. Wenn das jetzt schon in den Ferien nicht funktioniert, können Sie sich vorstellen, was außerhalb der Ferienzeit los wäre, wenn der Lüptergraben so wie jetzt voll gesperrt werden würde. Und deswegen sind wir bei dem Projekt auch wirklich hinterher. Das Planfeststellungsverfahren läuft gerade beim Landesverwaltungsamt. Wir gehen davon aus, dass wir spätestens Mitte nächsten Jahres einen Planfeststellungsbeschluss haben. Das ist dann, also haben wir Baurecht, dann könnte es losgehen. Und dann brauchen wir natürlich noch die Finanzierung. Eigenmittel und Fördermittel vom Freistaat. Dafür werben wir gerade beim Freistaat, dass wir auch unter dem Hintergrund unserer klimapolitischen Ziele, von denen wir keinen Millimeter ablassen, sagen, dass diese eine Maßnahme, dass dieses kleine Nadelöhr, um die Innenstadt wirklich zu entlasten vom Verkehr, dass das trotzdem weiter notwendig ist. Die Situation ist ja gerade jetzt nicht nur für Autofahrer schwierig, für Fahrradfahrer ist in Jena ja immer schwierig. Und Sie sprachen es ja gerade auch an mit den klimapolitischen Zielen. Das heißt, es muss ja das Ziel sein, möglichst viele Menschen vom Auto wegzukriegen, trotz allem aufs Fahrrad, auf den öffentlichen Nahverkehr. Ist in all diesen Projekten, werden Fahrradfahrer da auch mitgedacht? Weil es ist ja tatsächlich schwierig in Jena, muss man ja sagen. Es ist tatsächlich immer schwierig. Unsere topografische Lage führt eben dazu, dass wir für alle eigentlich zu wenig Verkehrsfläche jeweils haben. Aber natürlich auch hier ist es so, dass bei dem Ausbau der Ostumfahrung überhaupt das erste Mal mit durchgängigen Radwege auch angelegt werden sollen. Auf der kompletten Länge von der Angerkreuzung bis zur Fischergasse sollen beidseitig getrennte Radwege mit angelegt werden und nebenher auch nochmal 113 Bäume gepflanzt werden. Also das ist auch nicht so, dass das jetzt nur eine einzelne Betonwüste dort wird, sondern es wird für alle Verkehrsarten dadurch Verbesserungen geben und deswegen halten wir an diesem Vorhaben eben weiterhin fest. Sie haben es ja auch gerade, oder Thema Nahverkehr war ja auch ein Punkt, es kam auch eine Frage dahingehend, dass ja jetzt momentan sehr viel im Nahverkehr investiert wird mit den neuen Lichtbahnen, mit den notwendigen Begleitmaßnahmen. Aber warum wird so wenig Geld
für zum Beispiel Busse in die Ortschaften von Jena gegeben? Also fahren wenig bis keine Busse. Das will ich ganz offen zugeben, da bin ich auch unzufrieden damit. Das finde ich auch bedauerlich, dass wir hier nicht noch mehr möglich machen können. Wir haben in unserem Nahverkehrsplan uns da ganz klare Ziele mitgegeben. Wir haben da auch lange darüber diskutiert, was denn die richtigen Maßnahmen sind. Also wo wir quasi mit jedem zusätzlichen Euro die größtmögliche Verbesserung erreichen. Das hat ein halbes Jahr gedauert damals. Da gab es extra Untersuchungen. Wir haben im Stadtrat darüber diskutiert und hatten am Ende eine Liste an Maßnahmen, eine Reihenfolge, die in der Laufzeit des Nahverkehrsplans umgesetzt werden soll. Also da stand auch wirklich keine Zeit dran, aber es war das klare Ziel, dass das auch irgendwann mal kommen soll. Wir haben bisher tatsächlich noch keine von diesen Maßnahmen umsetzen können. Wir haben damals auch es gab einen Begleitbeschluss, dass 3% für Inflationsrat für Kostensteigerungen und 3% für die Leistungserweiterung eingeplant werden sollen in dem Zuschussbedarf für den Nahverkehr. Ja, dann haben wir mit der Straßenbahnneubeschaffung in etwa 150 Millionen Euro Projekt. Das geht es natürlich um Leistungsausweitung. Es werden mehr Straßenbahnen, es werden größere Straßenbahnen, also längere, breitere mit höheren Kapazitäten. Das ist ja ein Ausbau des Nahverkehrs. Da sind wir bei den 3%, die für Leistungsausbau drin war. Und dann haben wir gleichzeitig aber auch Kostensteigerungen, erstmal mit der Corona-Pandemie, wo Fahrgäste weggebrochen sind, aber jetzt auch mit dem Ukraine-Krieg, Inflationsraten, die wir uns vor 5 Jahren nicht hätten vorstellen können. Ich kann Ihnen sagen, die 3% Kostensteigerung, das sind wir weit, weit, weit davon entfernt. Wir steuern auf etwa 15 Millionen Euro jährlichen Zuschussbedarf bei dem Nahverkehr zu. Das bringt am Ende auch die Finanzkraft der Stadtwerke wirklich an ihre Grenzen, die Finanzierungskraft der Stadtwerke. Mehr können dann auch die anderen Bereiche nicht mehr an Gewinnen abwerfen, die dann dort für den Nahverkehr als Zuschuss gebraucht werden. Und deshalb, so leid es mir wirklich tut, kommen wir gerade noch nicht voran, was Leistungserweiterung angeht. Wenn wir die haben wollen, dann müsste es eine ganz klare politische Prioritätensetzung geben, dass wir sagen, wir brauchen Geld dafür aus dem Haushalt, brauchen direkte Zuschüsse, um solche Maßnahmen umzusetzen. Ohne das würde es ehrlicherweise nicht funktionieren können. Also das heißt, das ist etwas, was der Stadtrat beschließen muss. Und sind diese, ich kann mich erinnern, nach Münchenroda oder sowas gab es ja diese Art Sammeltaxis. Mhm. Ist das nicht eine kostengünstigere Variante, theoretisch, dass angerufen werden könnte? Theoretisch ja. Praktisch ist es aber tatsächlich so, dass aufgrund des Komfortnachteiles, man muss halt die Fahrt immer anmelden auf der einen Seite, die Attraktivität nicht sonderlich groß ist. Also die Gebiete, wo wir Anrufsammeltaxis haben, die fordern regelmäßig, dass wir Linien einrichten dafür. Teilweise haben wir das auch im Nahverkehrsplan Ziegenhainer Tal, Lichtenhain auch schon vorgesehen, solche Maßnahmen. Und ganz praktisch scheitert das auch daran, dass der Nahverkehr für dieses Anrufsammeltaxis ja auch Taxiunternehmen binden muss. Und jeder, der in Jena in den letzten Monaten oder Jahren mal Taxi gefahren ist, weiß, wie schwer das ist, genügend Taxis oder überhaupt ein Taxi zu finden, was einen befördert. Der Jena Nahverkehr schreibt dann jedes Mal Riesenpakete aus. Das kann kaum umgesetzt werden. Okay. Sie hatten es vorhin auch angesprochen, Glasfaser. Der Glasfaserausbau ist ein Grund für die vielen Baustellen. Ja. Wie ist denn da jetzt der aktuelle Stand? In der Tat, in der Summe der ganzen Ausbauprojekte ist der Glasfaserausbau wirklich nochmal ein echter Brocken. Wir haben uns ja vorgenommen, dass wir tatsächlich in den nächsten 3 Jahren einen wirklich vollständigen Glasfaserausbau in Jena haben wollen. Wir reden da von 99,9% aller Gewerbe und Wohngebäude in Jena, die Glasfaser versorgt werden sollen. Inklusive Ortschaften? Inklusive aller Ortschaften. Alle ländlichen Ortsteile, egal ob Kunitz, Lausanne, Ebnitz, alle werden da mit dabei sein. Das war unsere Bedingung gegenüber der Telekom, die den größten Teil des Glasfaserausbaus in Jena betreiben, dass wir keine Rosinenpickerei haben, sondern wenn, dass dann wirklich alles mit ausgebaut wird. Wobei ich auch nochmal unterstreichen will, dass die Stadtwerke ja schon sehr, sehr viel Glasfaser ausgebaut haben, insbesondere in den Großwohngebieten. Für die Wohnungswirtschaft, da gibt es schon viel Glasfaser, aber für die, gerade die ländlichen Ortsteile, wo viele Einfamilienhäuser sind, wo es auch wirklich teuer ist, Glasfaser zu belegen, da wollen wir jetzt gerade nachholen. Da läuft dieses Jahr, in dieser Jahresscheibe sollen über 14.000
Haushalte, in der Tat. Nicht einmal 14.000 Haushalte sollen mit Glasfaser versorgt werden in einem Jahr. Und auch das macht natürlich ganz, ganz viele Tiefbauarbeiten notwendig. Da müssen überall Kabeltrassen gelegt werden. Da gibt es ganz viele Straßenquerungen. Auch das ist mit Einschränkungen verbunden. Aber das muss man eben einmal machen. Wir sind da im internationalen Vergleich sowieso weit hinterher, was den Glasfaserausbau angeht. Viele Industriestaaten, da ist das mittlerweile die Standardinfrastruktur. Und das ist bei uns noch regelmäßig das Kupferkabel, was wirklich an das Ende seiner Lebenszeit gelangt sind. Und deswegen ist es auch so, dass wir als Stadt da aktiv dafür werben, dass man auch den Glasfaseranschluss sich in das Haus legen lassen soll. Auch wenn man jetzt noch gar kein Glasfaserprodukt haben will. Man muss kein Glasfaserprodukt bestellen, man muss einfach nur zustimmen, dass die Glasfaser reingelegt wird. Das ist kostenfrei. Aber dafür ist diese Infrastruktur dann schon einmal da. Und wir als Stadt haben eben das Ziel, möglichst jetzt geballt dann zu bauen, weil wenn einmal die Glasfaser im Stadtgebiet verteilt worden sind, aber dann die nächsten 5 oder 10 Jahre dann immer noch die Hausanschlüsse wieder gebuttelt werden müssen, dann dauert das eben nicht 3 Jahre, sondern dauert es doch noch 10 Jahre, bis wir überall flächendeckend Glasfaser haben. Das Kupfernetz wird irgendwann abgeschaltet werden und deswegen sagen wir, Glasfaser reinlegen lassen. Produkt brauchen wir jetzt nicht zu buchen, aber erst wenn die Glasfaser im Haus liegen haben, das ist eine Infrastruktur für die Zukunft. Zumal, wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt ist es ja kostenlos. Genau. Wenn ich es später mache, muss ich dann logischerweise die Erdarbeiten bezahlen. Genau, wenn die Erdarbeiten gezahlt werden müssen. Jetzt ist es klar, jetzt sind große Bautrupps, die da wirklich die Straßen entlang sich arbeiten. Das ist natürlich auch viel, viel effizienter und kostengünstiger für den Betreiber, der das jetzt gerade ausbaut. Und deswegen bietet das jetzt auch kostenlos an. Ja, und kommen wir mal als letztes noch zu einer anderen Baustelle, die mal den Verkehr in Jena nicht beeinträchtigt, und zwar das DOM, das Deutsche Optische Museum. Da war auch eine Frage zu, wie ist denn da jetzt der Stand? Man sieht ja, jetzt steht ein Bauzaun. Ist ja lange nichts passiert. Genau. Das hat wirklich viel Vorbereitung gebraucht, das Deutsche Optische Museum. Da musste Eigentümerstruktur geklärt werden. Das ist jetzt auch wirklich so, dass diese gesamte Beute der DOM-Stiftung, nicht mehr als Abbestiftung gehört, das DOM wird dort selber Bauherr werden. Die Finanzierung hat uns vor wirklich große Herausforderungen gestellt. Das ist auch nur möglich mit ganz vielen Fördermitteln vom Freistaat Thüringen, sowohl aus dem Bauministerium, vor allen Dingen aber auch aus der Staatskanzlei, dann Bundesfördermittel. Das ist ja auch ein nationales Projekt des Städtebaus geworden. Und jetzt fügt sich das aber alles zusammen. Man sieht, es beginnt der Abriss. Ab nächstes Jahr soll dort auch wirklich dann der Hochbau gebaut werden. Und das wird wirklich was Spektakuläres. Also das Deutsche Optische Museum, der Name ist der Anspruch für dieses Haus. Und der wird dort auch erfüllt werden. Wir haben dort mit Olafur Eliasson beispielsweise wirklich den herausragendsten Lichtkünstler unserer Zeit gebunden, der das Projekt unbedingt machen wollte, weil er sagt, wo will er sich denn verewigen, wenn es nicht das Deutsche Optische Museum ist, ein Künstler, der die ganze Zeit mit Licht arbeitet. Und so zieht sich das wie ein roter Faden durch. Vor wenigen Wochen hatten wir erst die Nachricht, dass Mitarbeiter von Zeiss, die den Deutschen Zukunftspreis gewonnen hatten, die privat 100.000 Euro gewonnen hatten, die sie hätten für sonst irgendwas ausgeben können und die das weiter spenden, weiter stiften, um im DOM die MINT-Räume einrichten zu können, wo dann eben auch pädagogische Aspekte eine Rolle spielen, also wo dann Pädagogik umgesetzt werden soll, Wissen ja Pädagogik, und das ist wirklich, das ist eine Geschichte. Das gibt es, glaube ich, in Deutschland nicht an vielen Orten. Erstmal ein Museum, was von der Wirtschaft mit Zeiss ganz besonders, aber auch hier in Optik und öffentlichen Stellen gefördert und getragen, errichtet wird und dann auch noch so viel privates Engagement dazukommt. Das ist das Projekt in Jena, sage ich Ihnen ganz ehrlich, wo ich mich am meisten drauf freue, wenn das richtig Fahrt aufgenommen hat und man dann auch was sehen wird. Das klingt auf jeden Fall spannend und wir sind auch tatsächlich gespannt, was es wird. Herr Gallitz, erstmal vielen Dank für Ihre Zeit und schönes Wochenende. Ebenso, danke.